Lamas sind ganz außergewöhnliche Tiere. Ihr Wesen strahlt eine besondere Harmonie aus. Lamas begeistern durch ihre edle Erscheinung, ihre neugierige Art und ihr ruhiges Wesen. Durch ihre beruhigende Art entsteht sehr schnell eine besondere Freundschaft zwischen Mensch und Tier. Kinder lieben den Umgang mit Lamas und so erfreuen sich seit einiger Zeit auch hierzulande diese genügsamen, sensiblen Tiere immer größerer Beliebtheit. Sie halten Lamas als Haustiere und Wanderbegleiter. Wie pflegeleicht sind die Tiere gegenüber heimischen Haustieren? Sie sind eigentlich sehr pflegeleicht. Sie haben eine offene Stallhaltung und sie brauchen 2 Kilo Heu, Raufutter, das Gras, Wasser und ein bisschen Mineralien. Jetzt haben die Lama ein sehr dichtes Fell und müssen jährlich geschoren werden. Wird die Wolle weiterverarbeitet? Ja, sie wird weiterverarbeitet. Sie wird kartiert und zu einem Vlies verarbeitet, entweder versponnen oder wir machen auch Hüte draus. Also wir verarbeiten all das eigentlich ziemlich gut. Sie sind angenehme Freizeit- und Hobbytiere. Sie vertragen sich gut mit anderen Tieren und sind sicher im Umgang mit Kindern. Sie bereiten Freude als Landschaftspfleger, Hobby-, Zucht- oder Therapietiere. Sie werden daher sehr erfolgreich im touristischen Bereich bei Wanderungen eingesetzt. Schauen Sie einen Lama tief in die großen Augen und lassen Sie sich vom Lama-Fieber anstecken. Es ist übertragbar, infektiös, kann Ihren Lebensstil positiv beeinflussen, bleibt aber ungefährlich.